zu, zum Pferd. Und da oben schwirrt wieder ein Blatt. Warte, jagen Sie Almanach-Seite hinterher. Die Personen. Animus-Steuerung, allgemeine Aktionen. Die Modi auffällig und unauffällig. Du kannst die Intensität der Aktion deines Vorfahren ändern. Per Voreinstellung befindet sich Connor im unauffälligen Modus, doch du kannst du ändern. Ach, da von vornherein, okay. Ziel und Zielerfassung, Waffen, Geräte. Ansonsten, nö. Aktionen auf dem Boden. Animus Feedback, Entdeckungskreislauf. Was ist hier noch? Oh, hallo. Jo, danke fürs Gespräch. Würdest du mal... Wo sind die hin? Schwert irgendwo da vorne. Ach, da drüben ist er. So, das ist auch schon wieder eine Umgewöhnung. Oh, jetzt ist er eh weg. Todessprung, genau. Ne, das darf ich zum Beispiel auf Tasten drücken, die festhält. Da gibt es einiges, wo wir uns nur umgewöhnen müssen. Haben wir doch schon. Der nächste auf der Liste. Guten Abend, Gentlemen. Mahlzeit. Oh Mann. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Will noch jemand mit uns reden? Diese Sache mit Silas irritiert mich. Wenn England die Franzosen zurückdrängen will, müssen sie sich mit den Indianern verbünden und sie nicht versklaven. Silas ist nur seinem Geldbeutel treu. Dass seine Taten der Krone schaden, ist unbedeutend. Solange es Käufer für seine Ware gibt, wird er weiter liefern. Nur ein Grund mehr, ihn aufzuhalten. Meine Tage verbringe ich mit den Einheimischen. Ich will sie überzeugen, dass sie uns völlig vertrauen können. Dass die Franzosen sie fallen lassen werden, wenn sie erst gewonnen haben. Eure Worte müssen ihnen sinnlos erscheinen. Vergleicht man sie mit der Realität von Silas' Taten. Ich habe versucht zu erklären, dass er anders ist. Aber er trägt die rote Uniform. Er befehligt ein Vor. Die müssen denken, ich sei ein Lügner oder ein Narr. Oder gar beides. Verzweifelt nicht, Bruder. Bringen wir ihnen erst seinen Kopf. Dann wissen sie, dass ihr recht hattet. Gefällt es euch hier, Charles? Boston hat einen gewissen Charme, denke ich. Das haben alle Kolonien.
Zugegeben, ihre Städte haben nicht den Glanz und die Raffinesse Londons, aber die Menschen hier sind ehrbar und fleißig. Sie haben einen Pioniergeist, der mir gefällt. Das ist schon etwas, einen Ort zu bestaunen, der auf die Füße kommt. Tut er das? Die Franzosen bringen den Krieg aus dem Norden. Und die Spanier scheinen hier ihre eigenen Pläne zu haben. Ist das eine neue Welt? Oder nur ein weiteres Schlachtfeld? Ja, eine Geschichte so alt wie die Zeit. Und das wird auch so bleiben. Wir sind grausame und verzweifelte Kreaturen, für die nur der Sieg zählt. Die Sachsen und die Franken, die Osmanen und Safaviden. Ups. Die Liste ist lang. Die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Konflikte und Unterwerfungen. Die Gier nach mehr und mehr und mehr. Ich bete, dass wir uns eines Tages bessern. Während ihr betet, handle ich. Mal sehen, wer erfolgreicher ist. Das war nur dahergesagt. Ja, aber das ist gefährlich. Worte haben Macht. Benutzt sie weise. Aber recht. Ja, willst du noch mit uns reden? Hoffentlich habt ihr recht, Haytham. So, ich hoffe, niemand mal mit uns reden, wie es aussieht. Ich gehe dann wieder an meine Arbeit. Außer ihm. Na gut, dann gehen wir runter. Charge Residence. Dieses Haus wurde im Jahr 1707 von einem bekannten Kaufmann aus der Gegend gebaut, einem gewissen Robert Calef. Benjamin Charge kaufte es dessen Erben ab, um es zu seiner Postenresidenz zu machen. Charges Praxis liegt in der Newbury Street, nur einen kurzen Fußweg entfernt. Das Haus war also ideal gelegen, es liegt auch in einem angenehmen Teil der Stadt. Selbst im kolonialen Posten waren zweistöckige Häuser mit umzäunten Garten nicht billig. Und das ohne Kabelanschluss. Witzig. Bedenkt man die Lage, kann man sogar davon ausgehen, dass Charges Praxis sehr gut lief. Entweder das oder er hatte noch andere Einnahmequellen. Oh, das zurück, das dauert immer ewig hier. Sequenz 2, der Chirurg. Keiner zu Hause. Wunderbar. Charles? Sir? Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Da könnte man nicht mal schnell mit dem Handy ein Foto machen. Gut, nicht tödliche Waffen. Benjamin Churches Nachbarn untergetaucht belauschen. Benjamin Church, geboren 1734, war ein talentierter Arzt und im Grunde der erste Chirurg der US Army. Church wurde in Rhode Island geboren und machte 1754 seinen Abschluss an der Harvard-Universität. Du triffst ihn also hier, wie er gerade von der Uni kommt. Er wird 1775 zum Leiter des medizinischen Flügels der Kontinentalarmee ernannt. Aber sag ihm das im Himmels Willen nicht. Das wird ihm sofort zu Kopf steigen. Charge wird zum lautstarken Patrioten. Das klingt wie der Name einer seltsamen A-Cappella-Gruppe.
aber Mitglied der Söhne der Freiheit und seines örtlichen Korrespondenzausschusses. Er wird sogar zum dritten Jahrestag des Boston-Massakers sprechen. Er besitzt auch ein Haus in einem sehr netten Stadtteil. Es muss sich lohnen, Arzt zu sein. So. Ah ja. Ich wollte noch was zu der Grafik sagen. Leider habe ich jetzt keinen direkten Vergleich zum Original Assassin's Creed 3. Aber mir kommt die Ziel zum Allgemeinen zu unterhalten. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Briten und Franzosen im Grenzland zu einem formellen Krieg führen könnten. Bewegst du dich bitte? Tu ich doch. Ich war doch gerade untergetaucht. Hallo? Ich war gerade untergetaucht. Wir haben noch mal kurz was zu dem... zu der Grafik zu sagen. Wie gesagt, mir fehlt jetzt der direkte Vergleich. Ich kann nicht mehr ans Original entsinnen, weil das schon sehr, sehr lange her, wo ich es gespielt habe. Aber ich finde, die Gesichter sind teilweise sehr wechselnd. Wir schreiben, was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet, sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Lieutenant Colonel Washington. Ein skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will. Kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befrag zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Tobi Lock wird morgen am Glockenturm sein neues Fluggerät demonstrieren. Was klettern Sie, um die Karte schneller aufzudecken? Habe ich das jetzt richtig mitgekriegt? Kiebel schnell mit der Einblendung. Gibt's eigentlich die klassischen Synchronisationspunkte? Nö, gibt's nicht mehr. Einmal nach. Kuriermission. Aha, jetzt so kann man reinzoomen. Ja, die Synchronisationspunkte scheint es nicht mehr zu geben. Ja, der klettert ja auch über Bäume, wenn ich mich nicht irre. Der springt doch dann so von Ast zu Ast. Na, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Der scheint noch ein Mühe zu hoch zu sein. So, pass auf. Nee, du sollst zu dem Baum springen. Nee, will er noch nicht. Jetzt bin ich mal neugierig, da oben steht ein Fenster offen. Guten Tag. Siehst du? Kann man rein, wusste ich doch.
Aha. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So, ich werde mich trotzdem nochmal eben die Lüfte machen. Ich glaube mich zu entsinnen, dass man dann so von Baum zu Baum und zack durch die Gegend springen konnte. Wenn ich jetzt irgendwo hinspringe, wo ich nicht hinkomme, das dürfte ungesund enden. Das ist auch blöde, der hält sich nie fest, wenn man die B-Taste drückt. Nee. Oder lernt er das erst noch? New South Meeting House. Eine weitere Holzkirche, diesmal mit einer Glocke im Kirchturm. Der Vater von Samuel Adams, der ebenfalls Samuel Adams hieß, gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Es überrascht mich, dass sie die Belagerung überstanden hat, wo doch Feuerholz so knapp war. Doch ich schätze, dafür waren die Briten wohl nicht verärgert genug. Halt, ich war noch nicht fertig. Der Name ist geschickt gewählt, damit man es nicht mit dem Old South Meeting House verwechselt, wo alle wichtigen Ereignisse stattfanden. Simpel ist meist am besten. Ich meine damit das Benennungssystem, nicht dich. Ich fühle mich nicht angesprochen. Nö, der will nicht so mit Bäumen und so. Na gut, egal. Kommt sicher noch. Ach, dorthin müssen wir. Auf den Turm. Machen wir doch glatt. Hep! Okay. Und jetzt dahin und... Naja. Ach doch, das ist ein Synchronisationspunkt. Da wird ein großes Stück der Karte aufdecken. Richtig! War ja auch kurios. Assassin's Creed ohne Synchronisationspunkte. Dann höre ich mal so. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Mehr Gespräche belauschen, um Charge zu finden. Und jetzt wollte ich gerade die optionalen Missionsziele lesen und da waren sie weg. So. Was sage ich euch? Ach, hier sind die optionalen Missionsziele. Eine patrouillierende Gruppe Wachen belauschen, 100% Erfolg bei allen Belauschungsaktionen. So, und was passiert gerade? Mein unbezwingbarer Drang, als erstes die Synchronisationspunkte zu erklimmen. Britische Soldaten. Die britische Armee bestand aus Berufssoldaten. Oft hört man, dass sie abfällig als Rotröcke bezeichnet werden, wegen der roten Röcke, die sie als Teil ihrer Uniform trugen. Und nein, es waren keine Röcke im heutigen Sinne, das ist ein altes Wort für Mantel. Richtig. Oder auch als Lobsterbacks. Hummerbuckel. Wegen ihrer riesigen, tödlichen Scheren. Oder vielleicht doch auch wegen dieser Sache mit den roten Mänteln. Ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls waren die Berufssoldaten in den Kolonien notorisch unterbezahlt und viele von ihnen suchten neben ihren Pflichten als Soldat zusätzlich Arbeit, um über die Runden zu kommen. Unterkunft und Verpflegung wurden natürlich von der Regierung bezahlt, was bedeutete, dass sie weniger als das Durchschnittseinkommen für ihre Arbeit verlangen konnten. Da die Arbeitslosigkeit in Boston vor der Revolution recht hoch war, kann man sich leicht vorstellen, dass die Rotröcke bei den Bürgern sehr unbeliebt waren, da sie ihnen die Arbeit wegnahmen. Und wegen ihrer riesigen, tödlichen Schere natürlich. Gut.
Bürgermeister möchte die Bevölkerung wie machen wir das jetzt mit dem Belauschen? Von oben? 297 Pfund bin ich, ein armes Schwein. Nee, das klappt nicht. Ich habe die Herolde gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht buchen. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Okay. Bloß ausrauben. Komisch. Tut mir leid, wenn ich gerade da noch Hühnerfutteraktion in die Quere komme. Na, wer wird denn auf mich schießen? Autsch, das wird nicht wehtun. Na, scheiße. Mehr Gespräche belauschen, um Charge zu finden. Bin ich doof? Die B-Taste war da zum Ausrauben. Whatever. Erzählt. Schuld so oder so beglichen werden. Ich beneide ihn nicht. Er hat harte Zeit. Was glaubst du, planen Sie? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Hat er. Bestimmt suchen Sie einen ruhigen Platz für Ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Gut, 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 gut. Und hier haben wir den nächsten Synchronisationspunkt. Und hepp! Geht doch. Ich muss sagen, die Bewegung haben sie deutlich verbessert. Er bewegt sich präziser, springt von alleine dorthin, wo er hin soll. Also springt eigentlich kaum noch sinnlos irgendwo hin, wo es genau falsch ist. Man braucht gar keine Taste mehr extra drücken, wenn er irgendwo hochklettert. Das macht er eigentlich auch weitestgehend alleine. Alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben Sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als Sie zugaben. Wohin brachten Sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Vor. Gut. Unentdeckt bleiben.
Lee zum Sie Ufer begleiten. Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Bringen Sie Bay und Bekleidung. Wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental für den Bau. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. Ah. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Man kann dem mit B befehlen, entweder folge mir oder bleib stehen. Ich überlege gerade. Ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht blöd, die Facecam in die linke Ecke zu packen, damit die Tastenbelegung zu sehen ist. Muss ich mal probieren. Im unglücklichsten Fall wird dann natürlich die Schrift für die Aufträge verdeckt, aber ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Das könnte passen. Oder? Na nee. Nee, das passt nie. Ach, hier können wir nicht lang. Okay. Nee, ich sehe gerade, da wird dann doch die oberste Zeile. Also zum Beispiel, wo jetzt Lee zum Ufer begleiten. Ich denke mal, das wird von der Facecam verdeckt. Wird sie wohl doch da oben bleiben müssen, weil wie gesagt, da ich mit GeForce Experience aufnehme, kann ich das Fenster leider nicht frei platzieren. Sonst hätte ich es mir in die Mitte gerückt. Aber das geht mit GeForce Experience leider nicht. Mit OBS habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass ich da so einen komischen Farbstich im Bild habe. Deswegen halte ich erstmal an Experience fest. Ja, wir gehen mal hier lang. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Zielen Sie auf einen Versteck und drücken. Was? Fort Hill und südliche Artillerie. Fort Hill ist die zweithöchste Anhöhe in Boston. Hätte sie sich doch damals als kleines Hügelchen nur mehr angestrengt und überschaut den Hafen von Boston. Im 17. Jahrhundert wurden hier Verteidigungsanlagen errichtet, zusammen mit einer kleineren, eingeschützigen Stellung nahe des Hafens, der South Battery oder südlichen Artillerie. Die südliche Artillerie wurde in den 1740ern erweitert, war aber 20 Jahre später bereits nicht mehr in Gebrauch. Sie und Fort Hill wurden während des Revolutionskriegs von den Patrioten wieder erneuert, doch vor Ende des Jahrhunderts waren beide bereits wieder zerlegt worden. Fort Hill, der Hügel selbst, nicht die Befestigung, wurde in den späten 1860ern eingeebnet, um Platz für mehr Siedlungsland zu schaffen. Aus der Traum, jemals die höchste Anhöhe der Stadt zu werden. Kommt dir das bekannt vor? Könnte daran liegen, dass das mit jeder Anhöhe Bostons so gemacht wurde. Hügel sind die natürlichen Feinde der Bostoner. Das wird immer so sein. Okay. Scheiße. Dann los. Nee, Sperrgebiet, warte, wir müssen hier rum. Ach Leute, Dilettanten und neugierige Laien, hört her! Toby Locks Sohn Jeffrey wird morgen am... Genau, hier müssen wir lang.
Ja, komm, hier sind wir knapp am Rand vom Sperrgebiet. Zum Ufer begleiten. Da sind wir ja. Unentdeckt bleiben. Am Ufer sind wir ja. Ich sehe auch keine Markierung auf der Karte, wo wir mit ihm hin sollen. Komisch. Naja, Lee zum Ufer begleiten. Unentdeckt bleiben. Wir sind doch am Ufer. Verstehe ich nicht. Das Ufer. Das macht er wieder nie oder was? Da klettert mir nicht hinterher. Hä? Was soll ich denn? Bin ich jetzt zu blöd oder was? Anhalten oder folgen? Hier nach. Ach scheiße, nee, warte mal. Warte. Hier da rennt durchs, durchs Sperrgebiet. So, jetzt sind wir am Ufer. Bis wir sollten da hin. Ach doch, hier lang. Das war's dann. Wir müssen unentdeckt bleiben. Ich will das Schwert. Doch verteidigen. Ach okay. War die falsche Taste.
Doch, Taste B, wieso macht denn der da nichts? Wieso hat der den gerade nie ausgeraubt? Was ist denn mit dem Gewehr los? Oder zumindest mit dem Gewehrschaft. Das Gewehr steckt halb in der Erde, geht unter. Ja gut, das wird dann diesmal keine 100% Synchronisation. So Chef, come on. Ah, jetzt kommt er wieder mit. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Mann, ist mir warm. Wieso hatte der keinen Schlüssel? Hat er keinen Schlüssel? Wer hat nun den Schlüssel? Na endlich. Warum nicht leise? Das sind wirklich arme Schweine. Was die so für ein paar Kröten in der Tasche haben. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht... die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Ein Schläger. Gewöhnlich wie Dreck, Cutter. Silas Thatcher. Silas Thatcher, geboren 1720, war der Neffe eines vermögenden Londoner Kaufmanns, der für ihn ein Offizierspatent bei der britischen Armee erwarb, als Thatcher noch sehr jung war. Er wurde 1750 in die Kolonien geschickt, armer Mann, wo er bei den Verteidigungslinien des Bostoner Neck stationiert wurde. Es würde dich nicht überraschen, dass Thatcher ein gemeiner Mensch war. Wenige Männer wollten unter ihm dienen.
was wohl dazu führte, dass er überhaupt in Boston stationiert wurde. In den Kolonien zu leben wurde damals ähnlich wie das Exil als Strafe angesehen. Wenn ich genau darüber nachdenke, hat sich daran nicht viel verändert. Geändert, würde ich sagen. Männer, die unter Thatchers Befehl aufstiegen, waren bekannt für ihre Grausamkeit. Wie etwa sein persönlicher Assistent Cutter. Sogar du dürftest erraten haben, dass dies ein Spitzname ist. Es bedeutet jemand, der gerne Dinge zerschneidet, vorzugsweise Menschen. Nicht das, was mir bei einem persönlichen Assistenten wichtig ist, aber so war es. Zu der Zeit war die Bezahlung in der Armee sehr schlecht und Soldaten nahmen in ihrer Freizeit oft seltsame Arbeiten an, um überleben zu können. Daher waren sie in Boston eher unbeliebt, da dort die Arbeitslosigkeit recht hoch war. Hat man ja vor uns gerade erfahren. Aber Thatcher fand etwas, was er viel lieber tat als arbeiten. Schutzgeld von Händlern in Boston erpressen. Nicht nur das. Er blühte im Diebstahl auf, hehlte mit gestohlener Ware und handelte mit Sklaven. Ein wahrer Mann der Renaissance. Er nahm Ureinwohner gefangen und verkaufte sie an den Höchstbietenden. Genau das tat er, als Hatham ihn fand. Und stolz darauf. Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig. Ich werde aber mein Bestes tun, damit das nicht passiert. Ein bisschen von mir? Ein bisschen was davon? Es wird mir ein paar Trophäen nehmen. Wer seid ihr? Hatham Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Church heißt er, nicht George. Okay, wie gesagt, ich kann kein Englisch. Sequenz 2, der Chirurg. %150. Okay. Was war das gerade? Wieso flog da einer davon? Das kommt davon, wenn man mir blöde kommt. Von wegen gammel mich nicht an. Aber ich weiß immer noch nicht, wieso der mich angerempelt hat, dann irgendwie übers Dach davon geflogen ist, weil so habe ich es irgendwie im Hintergrund wahrgenommen. Währenddem ich mich auf den Kampf konzentriert habe.